Herzlich willkommen zu diesem kleinen Montagsvlog. Heute stellen wir euch ein ganz besonderes Auto vor. Es handelt sich um einen Doppelgolf 3. Leute, kommt mal rein hier. Das sind die Jungs von Dummtüch. Ihr kennt sie vielleicht aus YouTube. Okay, der Junge von Dummtüch, es kommt nur einer. Stell dich mal vor. Ja, ich bin Stefan, 22 Jahre. Macht das schon ein bisschen länger, die Scheiße. Und das ist dein Baby. Ja, unser Baby. Also wir sind hier am Bilsterberg, wie ihr vielleicht noch seht und hört. Aber wir haben diesen Wagen gesehen. Wir haben diesen Wagen gesehen und dachten, hey, wir müssen das Ding euch abfilmen und natürlich auch Probe fahren, denn das Ding fährt. Ja. Hat natürlich. Ein oder zwei Motoren? Zwei Motoren. V8 quasi. Und auch zwei Lenkungen? Zwei Lenkungen, zweimal Bremse, alles zweimal. Wie habt ihr das gemacht? What the fuck? Flex. Also durchgeschnitten, zusammengeschweißt. Einmal durchgeschnitten, beide ungefähr gleich. Und wieder zusammengeschweißt. Ich finde es auch richtig gut, dass ihr zum Glück zwei Autos mit der gleichen Farbe gefahren habt. Ja, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das ist glaube ich, essentiell für dieses Projekt. Der eine hat nur einen Glänzenkotflügel, der nicht mehr. Und irgendwie wurde das schon mal hin und her getauscht. Aber. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding läuft, sagt er. Das Ding fährt. Aber wie macht ihr das denn mit dem Lenken? Können beide gleichzeitig lenken? Ja. Ey, das müssen wir ausprobieren, oder? Ey, wir sind hier auf dem Privatgelände. Wann haben wir die Chance, mal einen Doppelgolf zu fahren? Fahren wir zu zweit? Bist du erster Fahrer, ich zweit? Was ist denn der Haupt? Also gibt es eine Hauptseite? Ich glaube, wir machen. Nein, eigentlich nicht. Gibt's nicht. Aber ich glaube, wir machen jetzt besser erst, dass nur ich fahre. Ja. Weil wenn wir hier irgendwo ein Auto wegrammen. Wäre nicht geil. Also ich wollte meine Versicherung heute nicht anrufen. Ja, du, Alex regelt das dann. Der kann gut telefonieren und so, ist kein Problem. Ja, dann setze ich mich erstmal nur als. Einfach hier rein. Lenkradsperre ist drin quasi. Ja, du kannst einfach Lenkrad. Gerade. Kannst nochmal. Nee, kannst einfach lenken. Achso, also ich darf lenken, aber nicht fahren. Rennen, ja. Ah so, ich dachte nur du lenkst. Ballern jetzt. Wir nur nicht so, aber. Ah, okay. Chris, kommst du mit rein? Zu dritt macht mehr Spaß. Komm mal rein hier. So. So, du musst jetzt doof gesagt einfach nur stumpf lenken. Ich lenk einfach ein bisschen. Nee. Also, hier haben wir den Tank. Ja, ich sehe die Straße hier unten. Das ist normal. Ja. So, ich gebe dir die Kamera. Jo. Also, ich halte es einfach mal. Du kannst einfach. Oha, Digga. Es ist so weird rückwärts. Jetzt musst du andersrum lenken. So lenken? Ja, genau. Wir haben leider nicht so viel Platz hier, sonst könnte ich viel mehr Scheiße machen. Ich muss einfach gucken, wie du lenkst und mitlenken, oder? Kannst du mal jetzt quasi in die andere Richtung? Ja, oder andere? Egal. Weißt du, da können wir ja schon ein bisschen reinfahren. Jetzt mitlenken? Ja. Oh, jetzt haben wir es raus, Ah, doch. Okay. Kann man das Ding super schnell im Kreis fahren? Ja. Okay. Warte, sonst bleib du einfach mal jetzt im Kreis. Also, weißt so. Kreis? Ja, jetzt bin ich voll eingelenkt. Jetzt. Alter. Ja, leider können wir nicht so ballern. Sonst wäre das lustiger. Aber rum? Ja, muss man sagen, wo lange ich muss mitlenken. Ja, und jetzt? Warte, bleib einfach. Wie? Jetzt musst du genau andersrum lenken. Ja. So? Ja. So. Wenn wir jetzt ein bisschen Platz hätten, dann können wir beide Motoren. Dann kannst du richtig schön beschleunigen. Aber ich glaube, da brauchen wir hier besser nicht noch. Nee. Gibt dann vielleicht nochmal Ärger. Wollen wir nochmal voll drehen? Karussellfahren! Wild, Alter, wild! Das war super geil. Oh. Wenn man richtig schnell fährt, dann ist das. Achtung, da kommst du nicht klar im Kopf. Ey, wenn du hinten bist. Lass mal nochmal so eine quere Nummer machen, weißt du? Okay, warte, lass mal Chris kurz aussteigen, dann lauf mal kurz ein bisschen mit, wenn wir so fahren. Ja. Boah. Uff. What the fuck, Digga? Ey, das ist so ungewohnt. Das fühlt sich an wie Achterbahn, nur irgendwie doch anders. Nur so. Anders. Also du weißt gar nicht, was jetzt gerade passiert in dem Moment. Ja. Ey, können wir mal gucken, wie das aussieht mit zwei Motoren drin irgendwie. Das also vorne ist eigentlich ganz normal, wie immer. Die Bremse sieht vielleicht nicht ganz so vertrauenserweckend aus, aber... Solide. Neue Batterie? Sieht der TÜV gerne? Ja, natürlich. Also wenn du den Motorraum anguckst, wird der TÜV bekommen, oder? Ja. Kein Ölverlust, nicht. Ich werd's so fühlen, wenn ihr mal damit zum TÜV fahren würdet. Bremse ist auch in Ordnung, ne? Alter. Ich bin halt die für hinten, ne? Ja, hinten gibt's halt nicht mehr, ne? Einmal weg. Ja. Ich sag, fahren wir so zum TÜV. Der guckt den Motorraum. Ab hier wird's halt dann. Wird's kritisch. Ja. Der weiß nicht, wo der die Plakette hinkleben soll, ne? Vorne oder hinten? Das ist der einzige Grund, warum der kein TÜV hat, weil man hinten kein Kennzeichen hat. Du hast ja zwei vordere Kennzeichen, kannst keine Plakette dran kleben. Wir können die ja rot ansprühen.
Oh, das wäre noch eine Idee gewesen. Weißt du, was ich bei dem Ding fühlen würde? Das ist komplett Slam, einfach so voll auf die Fresse. Das haben wir gestern auch gesagt. Wir haben gestern erst die Felgen draufgeschraubt. Und dann Gewindefahrwerk und voll schleifen. Dann könnt ihr auf jedes Treffen macht den ersten Platz Show and Shine. So, jetzt gucken wir mal, was das Ding hier noch kann, ne? Also wir versuchen, ein bisschen zu spulen, also ein bisschen Power hier zu geben, ne? Da fehlt ein bisschen was. Brauchen wir einen V6-Drill. Wer ist von mir nicht? Das ist ja die verdummt Tücher. Die mocken nur dummt Tücher, die Lüge. Und war das ein Burnout oder was? Was ist denn los? Zu wenig Leistung, da fehlen noch zwei Zylinder. Ja. Ja und nun, was machen wir nun? Dein Auto nehmen. Der redet dir so in Schwede. Das, ich weiß nicht. Schlüssel ab oder was? Mal ein bisschen am Lenkrad wackeln dann. Und schon ist wieder ein normales Auto, kannst alleine fahren. Und den Gang rausmachen. Oh ja, Gang soll. So, okay, jetzt kann ich auch alleine fahren. Praktisch. Weil finde ich so geil, einfach nur eine Karre nach der anderen hier komplett gemacht für die Strecke. Und dieser Doppelgolf 3. Kann ich auf dem Dach mitfahren? Wenn du willst. Ich will das. So, ich wäre soweit, ne? Ja, bis bald. Fliegt nicht. Ciao, Leute. Ich fühle das. Ich fühle das Leben, Leute. Kann man machen. Wer saß schon mal auf dem Dach von einem Doppelgolf 3? Auf dem Bilster Berg? Also ich noch nie davor. Guck mal ein paar Autos an hier. Servus. Tito ist auch am Start. Oh, guck dir mal. Ja, Freunde. Ist ein kleines, kurzes, aber feines, lustiges Video gewesen. Ich dachte, ich hau euch einfach mal was raus, ne? So ein kleiner Montag-Vlog-Update. Und als ich das Ding gesehen habe, ich meine, wie könnte ich da einfach kein Video drüber machen? Das Ding ist einfach aus zwei zusammengeschweißt. Habe ich es noch nie gesehen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es was auch davor noch nie gab. Zumindest bestimmt nicht in diesem Umfang. Also ich weiß nicht, warum ihr alle so guckt. Das ist alles ganz normal hier. Habt ihr etwa noch nie einen YouTuber auf dem Dach von einem Doppelgolf 3 gesehen oder was? Also für mich gibt es hier nichts zu sehen. Ja, Freunde, ich denke, dieses Projekt und viele andere seht ihr auf dem Channel von Dummtüch. Das ist auf jeden Fall sehenswert, Freunde. Alles unten verlinkt. Also ich habe gehört, ihr habt noch einen Reisebus, beziehungsweise einen Linienbus habt ihr noch? Reisebus, Linienbusse, Panzer. Was? Ihr habt Panzer, Digga. Ein Bergepanzer. Muss man halt haben, ne? Wo kommt ihr her? Kann ich mal vorbeikommen? Ich habe vorher schon gesagt, ihr lebt den Traum, Alter. Ihr habt einen Bauernhof, ihr habt Platz, ihr habt Werkzeug. Kann man auch so sagen, ja. Ihr macht einfach, was ihr wollt. Und so Sachen kommen dabei raus. Ja, geil, Alter. Hey, vielen Dank, Mann, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns. Und Leute, ihr könnt ja mal vorbeigucken auf dem Channel von Dummtisch. Ansonsten sehen wir uns wieder zum Donnerstagsvideo diese Woche. In 3 Tagen ist schon soweit. Und ich bedanke mich, dass ihr heute auch bei diesem kleinen, aber feinen, kurzen Montagsvlog dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem wilden Projekt sagt. Und ansonsten macht es gut. Bis bald und ciao. Jetzt wird es auch ein bisschen Alkohol geben. Ihr könnt euch alle Alkohol! Abbruch! Scheiß auf Dumpty, Digga! Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.